Wir sind beim vorletzten Kapitel angekommen und damit willkommen zurück zu Lego Fluch der Karibik. Kapitel 4, ein spanisches Vermächtnis. Ja, das machen wir jetzt, Geschichte, und wir sehen uns nach der Lade. Okay, ja, ich hatte nicht gedacht, dass es ein ganzes Level nur über die beiden Kelche gibt, aber wir müssen jetzt die beiden Kelche, besorgen, die für das Ritual am Jungbrunnen, vonnöten, stopp, sind, schnell, okay, und weiter. Okay, wir machen erstmal alles kaputt, würde ich sagen. Bom, 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 bom. So. Ja, ich schieb das jetzt einfach mal hier irgendwo hin. Ob das da richtig ist oder nicht, das werden wir dann ja später erfahren, wa? So, oh, ich muss das Gewicht richtig verlagern. Weil das Schiff steht ja so ein bisschen auf der Kippe. Und deswegen muss ich aufpassen, wie ich das Gewicht verlagere, dass ich hier nicht gleich umkippe. Ja, ich freue mich schon auf so Spiele wie Arcania Fallen of the Zetarith. Das kommt ja bald raus und ich habe es schon vorbestellt. Das habe ich in einem Oblivion-Part auch schon angekündigt, aber das habe ich halt noch nicht, da nicht alle Oblivion von euch gucken, sage ich das auch hier nochmal, ja, ich werde, Fall of the Zetarith Let's Play, ich hab's schon vorbestellt, und ja. Sollen wir das Schiff zum Kippen bringen? Okay, noch schiefer bitte. Gut. Ah, hier gibt es eine Leiter nach oben. Immerhin etwas. Gut, gehen wir erstmal hoch. Aha, nächste Etage. Ah, da ist auch schon mal sein Bett. Das war im Film auch. Im Bett liegt der Tote. Ja, Halbtote, was auch immer. Give it to me, thanks. Ja, setz den Helm auf, mega. Okay, da kann ich drauf rollen. Ups, Entschuldigung. Oh, ich hab ihn oft genug geschlagen, cool. Was ist das hier? Hä? Alles klar. Wird natürlich alles wieder zusammengebaut, so wie es war. Verdammt. So wie es sich gehört. Kann ich hier irgendwo was suchen? Oh, hier habe ich schon die Sachen, die ich hier suchen könnte. Gehen wir hier entlang. Oh, hier ist ja auch noch ganz viel. Auch ein goldenes haben wir. Und wir sind schon jetzt ein wahrer Pirat.
weg mit den Kisten hier. Wieso kann die Kiste nicht zerstört werden? Okay, die kann nicht zerstört werden. Warum auch immer. So, wir rollen uns jetzt aber erstmal hier hin. Okay. Jetzt machen wir hier alles kaputt. Denn ich will ja noch einige Münzen kriegen, damit wir noch ein paar Extras freischalten können, damit ich wenigstens eine relativ hohe Zahl an Prozent dann doch freigeschaltet habe. Achso, das geht schon automatisch. Aha. Was sind das? Das sind die Spanier. Und die haben die Kelche. Und die gehen in ihr Lager, okay. Heißt, wir müssen ins Lager rein, um die Kelche zu holen. Wieder ist das Level größer als gedacht. Natürlich, nein, nein, das war klar, dass es noch weitergeht, aber. So, egal. Lass uns davon nicht beeindrucken. Und, oh nein. Hä? Das ist eine Art Springaufgabe hier. Und daran bin ich so gut wie, ja, ihr wisst, wie gut ich bin. Vor allem nach Himmel und Huhn bin ich so gut an. Ja. Ja, geschafft. Immerhin, das habe ich geschafft. Hier sind überall Pflanzen. Eigentlich wollte ich mich jetzt nicht damit aufhalten, alle Pflanzen hier zu zerstören, aber wer weiß, ob da irgendwo auch ein Minikit drunter ist. Könnte natürlich. Gebeten, einen giftigen Frosch zu werfen. Oder halt. Giftiger Frosch. Hm. Ich nehme an, ich muss mit ihm giftige Frösche werfen, ne? Warum auch immer der giftige Frösche werfen kann. Na egal. Wir zerstören weiterhin das Lager der lieben Spanier. Wo ja sehr merkwürdigerweise sehr, sehr wenig Leute sind, muss man ja mal so dazu sagen. So, jetzt die drei Stühle da. Die Arschen. Explodierende Giftfrösche. Ah ja. Und das Hähnchen. Ja, nee, ist klar. Ich soll denn jetzt hier ein Buffet machen, damit die kommen, oder was?
servieren, oder was? Jetzt kommen die zum Essen, oder wie? Ja, wie auch immer. Moment mal.